Fastenzeit-Podcast der katholischen Kirche in Unna, Fröndenberg und Holzwickede mit Viktoria Schumann und Mona Schomas. Heute haben wir den Donnerstag der dritten Fastenwoche, den du unter das Thema des diesjährigen Hungertuches gestellt hast. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich weiß bislang nicht so wahnsinnig viel über das diesjährige Hungertuch und vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer bislang auch noch nicht. Genau, deswegen habe ich es mitgebracht. Also hier. Kann ich es mal sehen? Genau, schau mal. Es ist Wahnsinn, ich erkenne erstmal nichts, ehrlich gesagt. Ja, so ging mir das am Anfang auch. Also da habe ich erstmal nur schwarze Striche und irgendwie so ein Geschnörkel gesehen. Und, aber bei genauerem Hinsehen, da erkennt man einen Fuß. Und das ist es eben auch. Also die Grundlage für das Kunstwerk ist ein Röntgenbild eines Fußes. Und zwar eines mehrfach gebrochenen Fußes. Die Künstlerin heißt Lilian Moreno Sanchez und die lebt seit 25 Jahren in Deutschland, ist aber in Chile geboren und macht mit ihrem Kunstwerk auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam. 2019 gab es wohl in Santiago de Chile große Proteste gegen soziale Ungleichheit und da kam es dann zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei und eine der vielen Verletzungen dort war eben der gebrochene Fuß. Das Bild zeigt also die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit von uns Menschen und unserer Würde. Und ich fand das ganz interessant, mal so ein bisschen in die Entstehung dieses Hungertuches einzutauchen. Also die Künstlerin hat Tücher mitgenommen aus einer Klinik und auch aus einem Frauenkloster und hat diese Tücher auf dem Platz, wo diese Proteste waren, durch den Dreck gezogen und hat das Ganze dann als Grundlage genommen hinterher für ihr Kunstwerk, wo sie dann den gebrochenen Fuß drauf gemalt hat. Also ganz interessant, ganz aussagekräftig, finde ich. Ja, und Füße, die sind ja ein Sinnbild für die Freiheit. Auf ihnen können wir aufrecht stehen und uns auf verschiedenen Untergründen frei bewegen. Und Verletzungen an den Füßen sind ja nicht nur schmerzhaft, sondern schränken auch unsere Aktionsfähigkeit ein. Ja, also das erstmal allgemein zu den Füßen, aber ich sehe das Ganze auch so ein bisschen als Metapher für das, was uns heute so lähmt und hindert. Also wir haben ja auch dann und wann das Gefühl, irgendwie ja, gebrochen zu sein. In der Pandemie können wir uns nicht so frei bewegen, wie wir gerne möchten. Wir möchten wieder auf eigenen Füßen stehen, wir möchten durchs Leben tanzen und wieder große Sprünge machen. Und da gefällt mir halt besonders dieser Gegensatz des gebrochenen Fußes zu dem Titel des Bildes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Also Gott schenkt uns einen Raum, eine Weite. Er gibt mir Halt und er gibt mir auch einen festen Stand. Und er schafft Raum für einen Aufbruch und einen Neubeginn. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so intensiv über Füße nachgedacht habe. Sonst denken wir über unsere Füße eher nicht so viel nach, wie du ja auch schon sagtest. Wenn ich mir überlege, ich creme ich mich auch ganz gerne mal nur bis zu den Knöcheln ein. Die Füße vergesse ich ganz gerne. Ja, die Füße, die tragen uns ja irgendwie selbstverständlich, ne? Also meistens merken wir unsere Füße erst, wenn sie wehtun, zum Beispiel nach einer langen Wanderung. Was mir dabei aber noch eingefallen ist, ist, dass Jesus seinen Freunden ja beim letzten Abendmahl auch die Füße gewaschen hat. Also er hat die Füße berührt und hat die damit so, ja, in den Mittelpunkt gerückt. Ich finde, das ist ein ganz starkes Bild. Er befähigt seine Jünger, loszugehen, auf eigenen Füßen zu stehen, ihm nachzufolgen, aber eben auch ja, neue Wege zu gehen. Und in der Fastenzeit überlege ich daher, wie gut mein Stand ist. Mein Stand im Alltag, in dieser Ausnahmesituation, aber auch im Glauben. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, ist eine wunderbare Zusage und eine ganz wunderbare Hoffnung. Und als ich mich jetzt so viel mit dem Hungertuch beschäftigt habe, habe ich dabei auch ein schönes Gebet gefunden. Herr, schenke mir neue Füße, damit ich weder krieche noch irgendwen zertrete und allein durch meinen Gang dich preise. Denn ich, der ich an die Schönheit glaube, brauche einen verständigen Gott, der mir sein Geheimnis anvertraut. Vielen Dank. So wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern einen sicheren Gang im Zugehen auf Gott in dieser Fastenzeit.